Wo hört es auf? So teuer sind FGs eigentlich nicht. Das Erstellen kostet, glaube ich, gar nichts, aber man benötigt 5 Unterschriften. Der andere Teil ist kostenintensiv. Für FG-Häuser ein Grundstück kann schon mal je nach Lage. Oh Gott, 2 Mille. Für ein kleines Haus. Dazu kommen nochmal 2 bis 4 Mille für das Haus an sich. Inrichtung ist dabei nicht inklusive. 300k für einen Briefkasten, 30k für Gehilfenklinge und Händler, 300k für ein eigenes Zimmer. Viel Zeit und Geduld für U-Boote und Luftschiffe. Ja, unser Haus hat einen reinen Grundstücks- und Hauswert von 50 bis 80 Mille. Im Rest wollen wir echt nicht sprechen. Alles von FG-Mitgliedern für FG-Mitglieder. Seit 7 Jahren die beste FG. Kann man die ganz Boni auch sonst nicht. Nur wir sollen Handwerker schon nützlich sein. Im Garten können bestimmte Pflanzen angebaut werden. Wir können Gesellschaft-Schokobos gefüttert werden, bringt Schokobo-EP. Wieder relevant, aber es bringt schon einen Platz, wo man sich als FG virtuell treffen und zurückziehen kann. Sah auch unser Silvester aus. Ohne viel Vergünstigung, Telepost, länger Nahrungs- und EP. Was bekommt man nur aus FGs mit einem bestimmten Rang? Staatliche Gesellschaft, ach du grüne Neune. Ach du grüne Neune. Ja, gut. Ich habe gerade mal 429.000. Ja, mach kein Geld. Irgendwie. Wenn wir zusammenlegen, haben wir schon 2 Mille. Also ich denke tatsächlich drüber nach, aber es ist halt das Finanzielle. Wie gesagt, halt schon das Haus. Hier ist es ja dann schon. So, ja. Wenn dann alles andere noch hinzukommt. Und wir wären dann ja gerade mal zu dritt. Gut, Kaya hat ja gerade erst angefangen. Denn du und ich. Wenn, ja. Wenn es halt Leute aus der FG gewesen wären. So Corona gibt es halt keine großen Feiern oder Treffen. Aber Interesse hätte ich halt schon. Samtpfotenclub wäre halt mega geil. So, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt rauskommt. Das wäre das Mikro eklig. Oh, ich liebe Drachen. Reswelge. Chris Welger, okay, so hoch heißt der, so wird ausgesprochen. Oh, diese Wie kann das Musik. sein? Meine Ohren vernehmen Worte in der fremden Sprache der Drachen, doch ihre Bedeutung hallt klar und deutlich in meinem Kopf wieder. Eindeutig zu viel Cola getrunken, der Drache. Durchaus möglich. Solltest du mich etwa vergessen haben, Reswelge? Ich war es, der du hier in Dravania einst die Wahrheit eröffnet So. hast. Na, du kommst genau in der Sequenz. Gut, ne? Ja, wir waren übrigens. Timing und Ja, Timing und so. Timing und so. Duftes spielt übrigens tatsächlich schon so kleine
Sampfpfotenpläne. Dufte hat uns, also der andere Dufte, der Duftetyp, Dufti, hat uns gerade erstmal so ein bisschen erklärt, wegen FG, was da alles an Kosten quasi anfallen würden. Mit Haus, mit allem drum dran. Ja. Da haben wir gerade so ein bisschen drüber philosophiert. Wir wären halt quasi bisher erstmal nur zu dritt. Und die Preise sind enorm. Ich meine, ich habe gerade mal 400.000. Und man braucht schon ein paar Mille. Zumindest für das Haus und so weiter und so fort. Okay. Ja, wir können das zusammenschmeißen. Ja, mal gucken. Können wir uns ja mal drüber unterhalten. Tage. Irgendwann mal. Aber es wäre cool. Der Samtpfoten-Clan. Pass auf, und am Ende sind alle Samtpfoten bei uns drin. Die so rumlaufen. Sieht man ja echt viel, die Samtpfoten. Ja, hast du mir schon mal gesagt, oder glaube ich mal irgendwie gezeigt, ja. Ja. Zwei Samtpfoten bin ich schon über den Weg laufen. Jetzt einmal ganz kurz. Der Drache hat nämlich sehr viel Cola getrunken, sagt Dufti. Ich habe gesehen, was sich damals zugetragen hat. Was deine geliebte Shiva zu erreichen versuchte. Denke doch einfach mit Shiva selber. Aber ich habe Shivas Seele heraufbeschworen und meinen Körper mit ihrem Geist vereint. Sie hat mir ihre Gefühle offenbart. Lies ihn umrings. Anhech lesk ihn. In ich die Anchies, wie es ich ihn. Ich habe mein Leben ihrem Erbe gewidmet. Ich bin eine Reinkarnation ihres Willens. Angang. Es glei vor ihm. Inech inech ilai. Kanuk ich es olei. Nun schiech olin. Inech in eldu olin. Aimfu is eil. Dann war die Göttin, die mir antwortete. Hi, Brit. Schön, dass du da bist. Wieder schönen guten Abend. Hoffe, euch geht's gut. Und hat das zum Glück jetzt doch etwas abgekühlt. Dadurch, wie heute den ganzen Tag in der warmen Halle waren, schwitzt man trotzdem wie ein Bekloppter. Oh, scheiße. Also bei uns hat es sich seit gestern auch abgekühlt. Also mir, ich denke mal, uns allen geht es bald gut. Ich hoffe, dir auch. Und ich hoffe, du kannst dich so ein bisschen akklimatisieren jetzt. Ich ihn, es nun, es ist so, mich ist. Und für sie bricht eine Welt zusammen. Das mag wohl sein, großer Reeswelger. Aber ihr inniger Wunsch, Frieden zwischen Drachen und unseren Völkern zu stiften, ist deswegen noch keine Illusion. An uns ist es, einen grausamen und sinnlosen Krieg zu verhindern. Bitte eint eure Kräfte mit uns und bringt die euren zur Raison. Schon mal von Drachen einen Korb bekommen. Kein Geschehen. Oh, der ist mies. Der ist mies. Boah, für sie ist jetzt echt das Welt zusammengebrochen. Ich hab's mir aber schon fast denken können, ey.
Und das sollen wir dir glauben, Drache? Deine Version ist das genaue Gegenteil von dem, was man Ishgarder Kindern schon von der Wiege an erzählt. Das ist also sein Ziel. Dann tragen wir die Saat also wirklich in uns? Ja. Gott, 19 Millionen. Schnäppchen. Ja! Soll ich nochmal wiederholen? Ich bin bei 400. Haben wir es ja fast. Was? Ja, ja klar! Naja, wir wären zu dritt. Also, nein. Wir haben noch nicht genug. Für ansatzweise. Um klein anzufangen vielleicht. Schrittweise. Ich habe solch einer Verwandlung beigewohnt. Doch ich dachte, es handle sich um einen unbekannten dravanischen Zauber. Bei den 12. Womöglich haben wir öfter als gedacht gegen unser Eigenfleisch und Blut gekämpft.
Wenn ich mir vorstelle, dass jeder Ischgarder, ungeachtet seines Glaubens, diese Möglichkeit in sich trägt. In Sanftwut und Clubhaus reicht doch. Na, erstmal. Aber es ist halt, wäre halt schon geil. Dann halt ja, so alles. Hä? Es läuft ja nicht weg. Kann man ja machen, läuft ja nicht weg. Ja, stimmt. Nur vierer Truppe schon mal darüber unterhalten, dass wir selber eine machen wollen. Ja, bei mir war es halt bisher immer nur so für mich allein rumgesponnen. Ja, und dann kam das halt da so vorhin so ein bisschen zur Sprache. Das finde ich die Idee aber echt gut. Und nicht mehr nur so ein Hingespinn. So ein ja, das Samtpfoten Clubhaus wäre halt echt mega. Mal gucken. Einfach ein bisschen Geld machen. Ich hatte mich schon oft gefragt, warum Nitok Ishgard nicht einfach dem Erdboden gleich macht. Das sollte ihm eigentlich ein leichtes sein. Aber jetzt verstehe ich endlich. Es ist ihm gar nicht daran gelegen, den Krieg zu gewinnen. Er will seinen unstillbaren Rachedurst befriedigen. Ein ewiges Klagelied auf den grausamen Tod seiner Schwester. Wieder willst du im Dienst sein. Nee. Ich rechne da so mit dem Kleinsten vom Kleinsten vom Kleinsten vom Kleinsten. Wir sparen einfach. Trotzdem, auch wenn unsere Ahnen die Schuld tragen, so können wir dennoch um Vergebung bitten. Vielleicht wird Nitok uns verzeihen, wenn wir sein Auge zurückgeben. Ja. Liest es an ihn. Das ist Unwetter bei mir, die Blitze kommen wie Strobolicht. Ja, ist doch geil! Kannst du Party machen! Schön, dass du da bist! Ein kleines Grundstück habe ich damals für 3,5 Millionen erworben. Warte, 4 Millionen, ein kleines Haus. Doof wie ich war, habe das nicht mehr, weil die Fläche nämlich nach einer gewissen Zeit ohne Besuch will, es wieder zum Verkauf freigegeben werden. Oh je. Yeah. Dann lass uns die. Achso, ich brauch das ja gar nicht vorlesen. Ich freu mich auf die Kälte. Ja, bei uns ist es schon kalt. Sehr dank. Jo. Was war das denn? Ja, guck mal, wer vor mir steht. Nox? Hybrid. Ah! Unser Tank. Stimmt. Sorry, mein Fehler. Klingt so ein bisschen nach Eragon.
Keine Ahnung, ich habe den Stream auf Flop aus, weil sonst. Oder Narnia. Narnia kann es auch sein. Hören wir uns doppelt und dreifach. Also ich höre dann alles doppelt und dreifach. Nee, Narnia könnte es sein. Ich werde mich aber gleich ins Bett begeben, weil ich morgen einen Termin habe. HB. Es ist Narnia. Ah! Ja, war ja die zweite. Ne? Hast du doch auch gut geraten. Ja, jetzt hab ich wieder Bock, den Film zu gucken. Die Kampfmusik. Oh, ich finde die so geil. Ich persönlich finde den ersten am besten. Ja, der erste ist auch am besten. Der zweite geht auch noch, den dritten mag ich gar nicht. Mit dem Schiff das, ne? Ich kenne nur den ersten. Sei froh, Brutus. Kenn ich auch. Das erste ist hier noch in die Buchvorlage, ja. Teilchen. Das haben wir hier bei dir abgeben. Und dann annehmen. Ach, wo dann nicht jetzt? Gesprochen? Wird nicht gesprochen? Was habt ihr nun vor? Gesprochen. Ich für meinen Teil werde weiter gen Osten marschieren. Mit welchem Ziel? Tod, Vernichtung. Rache. Das Nest unseres Erzfeindes soll sich dort befinden. Und das Auge sagt. Ich weiß nicht, was der Pane da macht, aber ich bin gewillt zu muten. Du hast immer noch vor, ihn zu töten? Und du willst mich immer noch davon abbringen? Ich habe mein Wort gehalten und dich bei deiner sinnlosen Suche nach Reeswelge unterstützt. Doch dein Traum von einer friedlichen Lösung ist geplatzt, Eisherz. Nun führt der Weg zu einem Ende dieses Konflikts nur noch über Nidhoggs Leiche. Das Echo unseres Verrats hallt noch in deinen Ohren nach. Ich halt und auch. Trotzdem willst du den Krieg weiterführen? Im Gegenteil, meine Liebe. Ich werde das Herz des Krieges durchstoßen. Wenn Nidhogg stirbt, werden auch die Flammen des Krieges erlöschen. Warte, Estinien. Du weißt um Nidhoggs enorme Kräfte. Glaubst du wirklich, dass unser kleiner Trupp diesem wutentbrannten hohen Drachen gewachsen ist? Selbst hinter den Mauern von Ishgard, bemannt mit den Besten eurer Ritter, wäre ein Sieg hart erkämpft. Wie sollen wir der Bestie da erst in ihrem eigenen Nest beikommen? Das hier sollte uns einen Vorteil verschaffen. Und ist, was man sich erzählt. Dann hat die Kriegerin des Lichts schon einige angeblich unbezwingbare Gegner bezwungen. Doch das bleibt reine Spekulation, solange wir Nidhogg nicht aufspüren. Erst müssen wir sein Nest finden. Die Geschichte dieses Landes wird mit jedem Moment blutiger. Muss Tod denn stets mit Tod vergolten werden? Scheinbar. Ich fürchte, das ist der Lauf der Dinge. Bevor dieser Konflikt beendet ist, wird meine Rüstung wohl noch einige Male von Blut meiner Feinde besudelt werden. Leute. Weißt du, wenn man eine Inni will, dann kriegt man keine. Ich will Metzeln, ich will Schnetzeln. Alles, woran ich geglaubt habe. Was soll ich da machen? Ich will Schnetzeln. Ich will geschnetzelt. Vergebliche Liebe. Schnetzeltees. Du kannst dir nicht helfen. Für ihn wäre ich dabei. Ja. Und wir können nicht warten, bis sie die Scherben ihrer zerbrochenen Zuversicht zusammenkittet. Nee. Wie lange machst du noch? Bestimmt noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Ich denke mal auf jeden Fall bis 0, vielleicht 1. Mit einem Dreh. Ich kann morgen ausschlafen. Okay. Ich muss nur gucken, wann das DLC morgen rauskommt. Welches DLC? Planet Zoo? Ach so, okay. Weil ich das dann ja relativ zeitnah spiele. Will. Löffel, aber es gibt. Hallo, wirklich grauenhafte Lieder. Ja, stimmt.
Warte, ich müsste mal nachgucken. Ich gucke einmal ganz kurz bei Steam nach, wann, wie lange das noch dauert. Ich werde mich dann so langsam verabschieden. Nee, dafür musst du erstmal Passierschein A38 ausfüllen. Aber nicht ohne das blaue Formular. Ja, das musst du jetzt aber erstmal holen. Ich hab, das habe ich hier liegen. Es liegt genau neben mir. Nein, hast du nicht. Dazu müsstest du erstmal in den dritten Stock gehen. Ne? Und dann? Und dann in den rechten Seitengang und dann an der dritten Tür links. Ich hatte schon immer Links- und Rechtsschwäche. Ich habe keine Ahnung. Und dann musst du aber nochmal ins Erdgeschoss, dir da das gelbe Formular holen, um dann in den 14. Stock zu gehen, um dann den Passierschein A38 zu erhalten. Ja, gut. Dafür musst du dann aber wahrscheinlich noch einen Folgeantrag ausfüllen und den kriegst du im 8. Stockwerk. Sehr richtig. Was sagt der da am Anfang? Sehr richtig. Eine Formalität verwaltungstechnischer Art. Ja, genau. Irgendwie sowas. 13 Stunden sind es noch, bis das Pack online kommt. So. Na, ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Spaß beim Streamen. Ja, das werde ich haben, werden wir haben. Wir Tikon? Ja, definitiv. Allen anderen natürlich auch viel Spaß und für später eine gute und erholsame Nacht. Ja. Dankeschön, Dufte. Nachti, wow. So, ich laufe einfach weiter hier. Beschreib's denn. Ja, machen wir. Ciao. Endlich kommt die jetzt Timon. Hummer gab's ja bereits. Ja, stimmt. Der Pumba. Ich habe 3 Stunden für meinen Cocktail gebraucht. Ich werde schwach. Jetzt mal den Döner und zirke noch kurz etwas. Ja, aber der andere Döner ist meiner. Der ist für morgen. Nicht, dass du auf die Idee kommst, meinen auch noch zu essen. Ganz einfach, ich nehme mich Mordgedanken. Ich verteidige mein Essen mit dem Leben. Wie der Döner, was. Der letzte Döner ist jetzt 3 oder 4 Wochen her. Zu spät. Ich weiß, dass der da noch drin ist. Ich hab den vorhin noch gesehen. Dann gibt's dann einen Dönervorrat. Vielleicht. Nee, ich habe heute ein bisschen was bestellt, weil ich heute keinen Bock hatte zu kochen. Morgen Vormittag koche ich. Wahrscheinlich bereite ich mein Essen vor für mittags. Oder vielleicht bereite ich da einfach das Essen für abends vor und esse dann zum Mittag den Döner. Mal gucken, wie ich das mache. Ich wollte für morgen vorbereitet sein für den Stream. Aber Döner ist sich halt leider so schwer. Im Stream. So, welches? Bei welcher Stufe bin ich jetzt? 54. Das zieht sich aber gerade. Hauptstory. Ja, habe ich Döner nur am Dönerstag gegessen. Ja, der Dönerstag. Mal gucken. Ich muss auf jeden Fall die Dailies noch machen. Alle Dailies. Habe ich heute noch nicht. Weiß nicht, wer Lust hat. Wer möchte. Wer Zeit und Bock hat. Ich weiß nicht, wann die nächste Story-Ini kommt. Ich weiß nicht, wie weit ich davon entfernt bin. So, das kann ich einmal aufheben. Ja, ich. 10 bis 15 Minuten vor der nächsten Story Dungeon. Echt? Das juckt jetzt natürlich schon wieder in den Fingern. Ich weiß nicht. Doch, du streamst. Wie lange bist du noch wach? Wie lange machst du noch? Noch 30 Minuten sein, aber es ist nicht weit okay. Ich würde schon. Ich zieh durch. Ja, geil. Hybrid, du?
muss das ja so ein bisschen absprechen. Weil ich kann noch. Ich habe die nächsten Tage genauso Spätschicht. Also, Spätschicht. Ich kann mich ja voll und ganz aufs Tun konzentrieren. Zum Glück. Klopf auf Holz. Herrchen sei Dank. Ja, aber spätestens eins ist Schluss, denke ich. Also gut, wenn es wirklich nur, okay, ich sag mal 10 bis 30 Minuten sind, dann können wir einer Story in die zusammenlaufen. Und dann die Dailies, wenn ihr Bock habt. Wenn es nicht zu weit ist. Gar nicht, wo ich als nächstes hin muss. Ach ja, dahin. Minimal blöd, gerade im Kopf. Ich mache hier auch mein Tänzchen. Okay, warte. Ich will trinken können. Kann ich nicht mich hier da nicht einfach runterfallen lassen? Ich irre. Wisst ihr Bescheid? Warte, dann laufe ich da mal ganz kurz hin. Mach ich das einmal ganz schnell. Fäll ich da runter? Nein! Oh Gott. Ich hasse mein Leben. Nein! Lass mich doch rüber. Ein Turbo-Schokobo wäre jetzt gut. Aber so einen Turbogang einlegen. Ach komm schon. Wenn ich nicht viel vorlesen muss, geht das ja. Denke ich. Hi. Huch, was habe ich jetzt schon wieder verschoben? Alle Drachen weg. Alle Drachen weg. Da habe ich aber auch noch so viel zu machen. Na gut, die Wind-Ether-Quellen-Digger kann ich auch später machen. Jo, warte. Ah, lass mich zurückgespielt. Dann beeile ich mich jetzt halt ein bisschen mit der Story. Ich würde gerne noch eine Story in den Lauf. Hier Fotos machen. Komm, das ist auch echt nice. Oh, ja, dann will ich die erst recht machen. Ich bin irgendwie so Indie begeistert mittlerweile. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich gerne mal Indies laufe. Selbst zwei oder zwei wird, ist auch nicht schlimm. Den muss ich eh noch runterkühlen. Das kann ich eh nicht pellen.
Okay. Ich will ihn wohl. Das sind die coolsten Inhalte. Ich bin viele Mechanik, wenn ich jedes Schreit nach Töten. Ich weiß, beim Kristallschirm war ich auf jeden Fall komplett überfordert. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich noch nie Raids gelaufen war vorher. Das kann auch sein. Aber der erste Kristallturm-Raid, der hat mich komplett überfordert. Da war ich einfach nur fertig mit den Nerven. Die zweite war cool. Die hat sogar Spaß gemacht. Und die dritte fand ich einfach bockschwer. Und ich weiß nicht, wie oft ich da verreckt bin. Das war so... eine Sache für sich. Was ich aber halt cool fand beim Kristallturm, dass halt auch die Musik aus dem dritten Teil mit drin war. Und ich mag die Musik aus dem Enddungeon im dritten. Die habe ich sogar mal als Klingelton gehabt. Das fand ich geil. So, wir noch ein Drache auf die Schnüß. Nee, gut. Gegen der F14 Raids. Erstens überleben, zweitens auswendig lernen, drittens üben, viertens killen. Das Killen kriege ich hin. Fetzig. Denke ich. Das auswendig lernen, daran hapert's. Am Überleben vielleicht auch noch. Das? Okay. Das Üben kriege ich vielleicht auch noch. Nee, das Üben kriege ich auch hin. Am auswendig lernen. Am Überleben. Aber in den ersten zwei Raids habe ich überlebt, im letzten nicht. Der letzte lief ein bisschen in die Hose. Rückwärts und bergab. Und der Ding ist gedöns. Wenn sie sind etwas anders, richtige Race-Feeling gibt es in den anderen Contents. Letzten haben wir nicht mit Stumpf draufhacken, gelegentlich mal ausweichen zu tun. Okay. Na, ich glaube, rein theoretisch stehe ich ja sowieso noch relativ am Anfang von den ganzen Sachen. Ich habe ja noch nicht mal die Hälfte von der Hälfte hier gemacht, die man machen kann. Ja, wo wir noch nicht mal die Uni-Freiheit, die ich für Top-Spiel gibt. Ich kann lieber mein Haupt. Es kommen noch einige lustige Sachen auf mich zu. Das kannst du nicht als Raid bezeichnen. Draufkaue. Ja, Castrum, genau. Castrum ist einfach nur Film gucken. Castrum mache ich im Schlaf. Da habe ich allerdings auch Übung drin. Steinchen sei Dank. Ist es das? Das Nest des Drachen. In der Tat.
Ich kann Nitox Präsenz durch das Auge spüren. Sein brodelnder Hass sticht durch jede Faser meines Körpers. Diomans Tod hat ihn offenbar vorsichtig gemacht. Seht ihr, wie er seine Bastion durch eine Mauer aus Wind geschützt hat? Eine ähnliche Barriere hielt uns einst von Garuda fern, bis wir einen Weg fanden, sie zu durchbrechen. Lass uns Sid um Hilfe bitten. Wäre doch gelacht, wenn wir es diesmal nicht auch schaffen würden. Ach ja. Also wieder einmal Sid um Hilfe bitten. Toll. Ja, so viel Spaß. Und wie oft dürfen wir für Sid jetzt hin und her laufen? Fino, Hallöchen. Nervensäge. Ja gut, den nehmen wir dahin laufen. Auf ins Strebewerk. Verlaufe ich mich jedes Mal. Dahin. Die Tiere drehen oben durch. Dachchen. Yep, wir wollen rein. Lass mich rein. Nach D. Runter, runter. Ja, man kann runterspringen. Autsch. Jeder normale Mensch dürfte jetzt nicht mehr laufen können. Hallo, Sid. Dai und Alfino, das ist ja meine schöne Überraschung. Was treibt euch her? Wir brauchen deinen Rat. Rat, Sid. Rat, Rat. Nur mit einer Menge Fantasie. Ja. Eine Windbeige durchdringen? Hm? Du hast schon recht, Alfino.
Mit der Enterprise kämen wir da vermutlich durch, aber ich fürchte, die wird sich für eure Zwecke nicht eignen. Die Enterprise ist zu groß und nicht wendig genug, um den flinken Drachen in der Luft Paroli zu bieten. Gibt es denn sonst keine Möglichkeit? Nitok und seine Schar könnte jeden Tag über Ishgard herfallen. Wir müssen etwas unternehmen. Kein Grund zur Panik, meine Junge. Wir haben da noch ein Ass im Ärmel. Natürlich habt ihr das. Vix, Wedge, Zeit mal euer Spezialprojekt vorzuführen. Da freuen sie sich. Ist am besten, ihr seht das mit eigenen Augen. Wir treffen uns in der Himmelsstahlwerkstatt. Macht euch auf eine schöne Überraschung gefasst. Juhu! 300 Jahre später. Das ist ja ruhig. So ähnlich, ja. So ähnlich. Hier ist der Werkstatt. Dann einmal schauen. Ja, haben wir Gott sei Dank. Darum? Ja. Nubix. Mit unserer neuesten Erfindung haben wir uns mal wieder selbst übertroffen. Ich präsentiere den Mannerschnitter. Basiert auf einem Prototyp, den Wedge und ich nach deinem Sieg über Gaius als potenziellen Nachfolger der Tiny Bronco entwickelt hatten. Macht ziemlich was hier, die Kleine, nicht wahr? Bix und Wedge haben wirklich ein Händchen für Luftschiffe. Sie haben auf Grundlage des Prinzips der Elementarumwandlung mit denaturierten Kristallen einen Mechanismus entwickelt, der Äther aus der Atmosphäre in elementaren Wind konvertiert. Dieser Wind wird dann von den speziell entworfenen Segeln für Schub und Auftrieb genutzt. Ich bin fast ein wenig neidisch, dass ich nicht selbst auf die Idee gekommen bin. Leider hat die ganze Sache aber einen klitzekleinen Haken. Die Energieumwandlungsrate ist nicht gerade effizient. Um abzuheben und sich dann auch in der Luft zu halten, müssen Schiff und Pilot sich in einem Gebiet befinden, das eine hohe Konzentration an windelementarem Äther aufweist. Will heißen, das Schiff fliegt nicht überall. Leider hat uns die Arbeit für Ishgard in letzter Zeit auf Trab gehalten. Also so Final Fantasy. Von riesigen Luftschiffen bleibt ja kaum noch Zeit zu Fantasie. Wir legen gleich los. Die letzte es Fantasie. Wird wohl noch eine Weile dauern, bis es fertig ist. Ja, natürlich wird es dauern. Oh nein. Oh nein. Tataru, was ist denn mit dir los? Ärger. Ich habe euch schon überall gesucht. Uns hat eine Nachricht aus Uldar erreicht. Eine überaus bedeutsame Nachricht. Es geht um die Sultana, um Nanamo. Ich sage ja schlechte Nachrichten. Sieht aus, als wärt ihr woanders gefragt. In Ordnung. Wir werden den Mannerschnitter fertigstellen und mit einer Vorrichtung ausrüsten, die die Windmauer durchbricht. Kümmert ihr euch um Rauban und die Sultana. Wenn ihnen jemand helfen kann, dann ihr. Oh yeah. Ein richtig epischer Auftritt. Und die Einzige, die mal wieder helfen darf, bin ich. Die anderen beiden machen nichts.
Das wird lustig. Ich will nur zur nächsten Ebene. Warte. Das ist nicht sogar... Doch, warte. Dafür nicht noch. Ja, habe ich. Ja, mein Mori. Oh Gott. Suchen. Ah, aua, ah, vor gegen die Wunde. Bitte lass. Das gesprungen sein, lass gesprungen sein. Herrchen. Danke, dass ihr gekommen seid. Entschuldigt, dass wir euch warten ließen, General. Wie geht es euch? Den Umständen entsprechend gut. Dank Hegedis Medizin. Die Zeit im Kerker hat mich zermürbt. Doch nun bin ich fast wieder der Alte. Das freut mich. Und wie steht es um die Sultana? Laut Duala wurde vor kurzem eine große Menge alchemistischer Präparate an den Palast geliefert. Mit Papa Shans Unterstützung leitete ich umgehend eine Untersuchung ein. Wir wollten herausfinden, woher die Lieferung stammt und stießen dabei auf Rondels Physiatrische Akademie. Die gelieferten Präparate sind eine Erfindung des ehemaligen Leiters der Akademie und dienen dazu, Patienten in tiefer Bewusstlosigkeit am Leben zu erhalten. In tiefer Bewusstlosigkeit? Dann lebt die Sultana vielleicht wirklich noch. Sie ist vermutlich irgendwo im Palast. Bewusstlos, aber am Leben. Das würde sich mit dem decken, was Duala bislang herausgefunden hat. Um die Sultana aus ihrem Schlummer zu erwecken, müssen wir in Erfahrung bringen, womit sie vergiftet wurde. Zu diesem Zweck habe ich mich an die Fersen der potenziellen Attentäterin geheftet. Ihrer Dienerin Meriel. Ihren Aufenthaltsort konnte ich ausfindig machen. Und aus eben diesem Grund haben wir euch gerufen. Die Schlange ist auf dem Silberbazar untergetaucht. Dort werden wir sie stellen. Doch wir müssen vorsichtig vorgehen. Der Bazar wird zwar kaum noch besucht, aber trotzdem könnte uns einer der Spitzel der Republikaner entdecken. Und wenn die von unserem Plan Wind kriegen, dürfte es ungemütlich werden. Wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen. Und da ich nur noch mit halber Kraft kämpfen kann, möchte ich dich bitten, mein Schwertarm zu sein. Bogenarm. Des Lichts. Bogenarm. Ich hab kein Schwert. Oh. Bitte achte auf die Feinheiten. Wären wir ja gewappnet. Lasst uns aufbrechen. Für Uldar und die Sultana. Das ist wenigstens mal jemand, der auch mal was tut. Und nicht einfach nur blöd rumsteht.
jetzt erstmal hier wieder raus. Ja. Okay, da kann ich hinfliegen. Rick kommt da nicht rüber, oder? So, komm ich. Gut. Jo, einmal. Jo, was geht dir gut, Daddl? Wenn du reinschaust. Muss ich hin, da hinten muss ich hin. Und da müssen wir hin. Suchen. Ja, das macht es einfach nicht. Wo ist sie? Dort, nur dort, ich glaube, und entfernen. Oh. Ja gut, das ist verständlich. Wenn man schlechte Laune hat, hat man auch nicht wirklich Lust auf andere Menschen. Das, geht mir ähnlich. Weißt du, ich muss jetzt hier raus. Okay, oben ist auf jeden Fall nicht. Bin ich blind? Alles. Wahrscheinlich bin ich blind. Wie sie ist weiter oben. Irgendwelchen Häusern? Nein. Bin ich ein Zicki sein. Muss ich ja keinem antun. Wenn du das sagst. Wenn du das sagst. Dann hat man einfach nur Bock auf andere Menschen. Ja. Ah, kenne ich zu Genüge. Geht mir oft so. Da! Weißt du, und ich suche mir jeden Wolf, ey. Dachchen. Könnten Sie sich mal umdrehen? Du bist die ehemalige Dienerin der Sultana. Meriel, nicht wahr? Ihr müsst mich verwechseln, werter Herr. Ich kenne keine Meriel. Entschuldigt mich bitte. Mhm. Boah, der sieht aber schon gruselig aus, manchmal, wenn er so vor ihm steht. Dann noch mit dem Sonnenuntergang. Oh, das sieht aus, als wenn er sie gleich umbringen würde.
Genau, und ich sollte Zeit die Laune für die doch mal Wahrheit, kippen. Verräterin. Immer mal fast dabei. Ein Schluck und alles ist gut. Will ich rum und singe das Gummibärlied. Oh mein Gott. Zum Glück nicht. Die will ich euch gerne berichten. Ach, Hallöchen. Lolorita, du wagst es, mir unter die Augen zu treten. Wie ihr ja mittlerweile sicher wisst, waren Teleji Adelejis Pläne zur Besiedlung des Grenzlandes nichts weiter als ein Vorwand. Ein Mittel, um sich der furchterregenden Omega-Waffe zu bemächtigen, die im Erdreich der Kartenoer Heide schlummert. Doch die Rücktrittsabsichten der Sultana machten Teleji einen Strich durch die Rechnung. Er musste handeln. Wenn er Nanamo nicht mehr manipulieren könnte, dann würde sie eben sterben müssen. Angeblich hatte Teleji einen Abkömmling des Hauses Thorn gefunden. Ein junges Mädchen, das eine willfährigere Marionette auf dem Thron gewesen wäre. Natürlich hätten einige ihre Einsetzung missbilligt, aber als legitime Nachfahrin der alten Sultansdynastie hätte niemand ihre Ansprüche auf die Krone anfechten können. Teleji war seine Machtgier zu Kopf gestiegen, sein Handeln war nicht länger zu kontrollieren. Also beschloss ich, seinen Putsch zu meinem zu machen und ihn selbst zu entmachten. Und was ist mit Nanamo? Es liegt nicht in meinem Interesse, ihrer Hoheit zu schaden und so unsere Regierung zu destabilisieren. Also wies ich Meriel an, Telegis Gift gegen ein starkes Schlafmittel auszutauschen. Dein guter Freund Ilbert war über meine Pläne genauestens informiert, Rauban. Wir ließen nicht glauben, die Sultana sei tot, um deine Wut gegen Teleji anzustacheln. Dass du ihn gleich für uns aus dem Weg räumen würdest, hätten wir allerdings in unseren kühnsten Träumen nicht zu hoffen gewagt. Ihr elenden Bastarde! Ihr hattet die Kristallstreiter doch schon in der Tasche, bevor sie überhaupt gegründet wurden! Natürlich! Exakt. Wer hat zu Beginn einer neuen Partie nicht gern gleich freie Bahn für seine Läufer? Ilbert war der meine. Und die Kristallreiter waren wohl finanziert, wie ich betonen möchte. Ein Großteil der Mittel zur Gründung stammte aus meiner Kasse. Bei den immensen Summen, die flossen, fiel es nicht schwer, das zu verschleiern. Was Ilbert betrifft... Den habe ich mit dem Versprechen geködert, seine Sache zu unterstützen, sobald ich an der Macht wäre. Bei Tal, dieser Mann denkt an nichts anderes, als Alamigo aus den Klauen der Galeard zu befreien. Nur einer ist ihm ein noch größerer Dorn im Auge. Du, Rauban. Wie gerne vergleiche er dich mit einem übergroßen Schoßhund, der am Tisch der Sultana um Futter bettelt. Rauban ist ein Verräter an seinem Volk und seiner Heimat, hat er immer wieder betont. Leider schlug seine Wut irgendwann in Wahn um. Es lag mir nicht im geringsten daran, dich exekutieren zu lassen, Rauban. Das musst du mir glauben. Doch der rachsüchtige Grobian widersetzte sich mir. Müßig zu betonen, dass unsere geschäftliche Beziehung damit beendet war. Teleji ist tot und Ilbert flüchtig. Aber du lebst, Rauban, so wie die Sultana. Vorbereitungen, deinen Namen reinzuwaschen, sind bereits getroffen. Warum versuchen wir es nicht mit einem Neuanfang? Du gibst deine Beteiligung an dieser Verschwörung zu und erwartest allen Ernstes von mir, dir die Hand zu reichen? Bei den sieben Höllen? Nein! Haltet ein, General. Auch ihr seid nicht ohne Schuld. Oder habt ihr schon vergessen, dass Teleji Adeleji durch euer Schwert gerichtet wurde? Und nicht durch einen fairen Prozess. Ich weiß, dass ihr aus Loyalität zu ihrer Hoheit handelt. Doch Loyalität rechtfertigt nicht alle Mittel.
Wenn ihr so freundlich wäret. Diese Medizin wird die Sultana aus ihrem Schlaf erwecken. Betrachtet sie als Zeichen meines Willens zur Versöhnung. Versöhnung, hä? Mich nun hin. Ich komme dann gleich hoch. So schuss. Nach der Sequenz bin ich oben. Hoffe, dass sie nicht mehr allzu lange dauert. Wenn ihr meinen Worten. Das war jetzt nicht geplant. Bin gleich da. Warte auf mich. Und jetzt durch, reinrammen. So, und jetzt einmal Kopf nieder. Gute Nacht, Frisches. Bis gleich. Ich beeile mich. Drei. So verdreht sie auch sein mag. Eins. Auf deine Weise hast auch du Loyalität gegenüber dem Thron bewiesen, Lolorito. Rauban Aldin, ihr seid hiermit als Phönix-General der Legion rehabilitiert. Die Bürger Uldars werden abermals unter Sultana Nanamo Ulnamo vereint sein. Und gemeinsam werden wir in eine Zukunft voll Frieden und Wohlstand schreiten. Und er glaubt ihm kein Wort. Wie muss ich noch mit dem Hund? Ja, einen Hund besitzen wir auch noch. Und sind doch immer so Signale. Würde ich kochen, ganz klar. Oh Mann. So. Dann. Eile ich einmal ganz kurz nach oben. Kann ich das nämlich auch gleich mit dem Klogang verbinden. Und dann bin ich gleich wieder da. Ich sag nur schnell frisches Gemüse.